Hast du schon mal einen Neukundenbonus oder einen Freunde-Werben-Freunde-Bonus bekommen oder Cashback und hast dich gefragt, wie das Ganze eigentlich steuerlich gehandhabt wird? Die Antwort bekommst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und ich glaube, jeder hat irgendwann mal so einen Neukundenbonus oder Cashback bekommen. Ich als Steuermensch frage mich in solchen Situationen immer, wie wird das eigentlich steuerlich gehandhabt? Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Vertrag eröffne, dann kriege ich vielleicht einen Bonus, also Geld, oder ich kriege einen Gegenstand, vielleicht kriege ich eine Apple Watch oder ein iPad oder was auch immer, oder ich kriege einen Discount auf die Rechnung. Also ich wechsle die Versicherung und ich zahle dafür 3 Monate lang nicht die Versicherungsbeiträge, beispielsweise. Da stellt sich doch die Frage, wie wird das jeweils steuerlich gehandhabt und was bedeutet das für meine Steuererklärung? Und genau das wollen wir uns jetzt mal Schritt für Schritt genau anschauen. Die erste Frage, die wir uns im Zusammenhang mit solchen Boni stellen müssen, ist das Ganze privat entstanden oder im Rahmen des Unternehmens? Wenn ich zum Beispiel einem privaten Freund einen Versicherungsvertrag vermittle, also als Freunde werben Freunde Bonus und dafür 100 Euro bekomme, dann ist das nicht automatisch sofort eine Selbstständigkeit. Dann habe ich dieses Geld privat bekommen. Diese Einkünfte im privaten Bereich sind allerdings nicht grundsätzlich pauschal steuerfrei, sondern vom Grundsatz her muss ich darauf Steuern zahlen, weil das Ganze zählt als sonstige Einkünfte. Die muss man eintragen in die Anlage SO. Diese sonstigen Einkünfte sind allerdings steuerfrei bis zu einer Höhe von 256 Euro pro Jahr. Das heißt, wenn es bei diesen 100 Euro bleiben würde, dann muss ich auf diese 100 Euro tatsächlich auch keine Steuern zahlen. Wenn das deutlich über diese 256 Euro ist, dann muss ich allerdings Steuern zahlen. Ganz anders verhält es sich, wenn ich diese Geldzahlung, also diesen Bonus, den ich bekomme, im Rahmen meiner betrieblichen Tätigkeit bekomme. Wenn ich beispielsweise eine bestimmte Kreditkarte verwende und dafür immer meine Google und Facebook Werbeanzeigen bezahle und ich bekomme ein Cashback oder irgendeine andere Art von Bonus dafür, dass ich immer diese Kreditkarte benutze, dann habe ich ja Betriebsausgaben gezahlt und im Rahmen dieser betrieblichen Tätigkeit dann diesen Bonus verdient sozusagen. Und dadurch wird der Mittel- und Geldzufluss, den ich da bekomme, zum Teil einer Betriebseinnahme. Um die steuerlichen Konsequenzen mal genauer zu betrachten, unterscheiden wir 3 unterschiedliche Arten von Boni, die du eventuell bekommen kannst. Und zwar erstens eine Geldzahlung. Das heißt, du wechselst beispielsweise den Stromanbieter und bekommst einfach 100 Euro überwiesen. Die zweite Möglichkeit ist eine Sachprämie. Das heißt, du wechselst beispielsweise deinen Versicherungsvertrag und bekommst dafür ein iPad. Das ist zwar kein Geld, aber du hast ja irgendeine Prämie bekommen. Die dritte Möglichkeit ist ein Discount. Beispielsweise, du wechselst deinen Versicherungsvertrag und bekommst keine Prämie, zahlst aber die ersten 3 Monate nichts. Diese 3 Möglichkeiten schauen wir uns jetzt mal für beide Szenarien an. Also entweder im privaten Bereich als sonstige Einkunft oder im betrieblichen Bereich im Rahmen deiner Selbstständigkeit. Gehen wir mal davon aus, ich wechsle den Stromanbieter und bekomme dafür 100 Euro überwiesen. Wenn das im privaten Bereich der Fall ist, dann ist, wie schon erwähnt, ein Gesamtbetrag von 256 Euro pro Jahr steuerfrei. Und das bezieht sich auf alle sonstigen Einkünfte. Das heißt, wenn meine gesamten sonstigen Einkünfte pro Jahr unter 256 Euro liegen, muss ich keine Steuern bezahlen. Wenn ich allerdings nur 1 Euro darüber liege, muss ich meine gesamten sonstigen Einkünfte versteuern. Das ist relativ wichtig zu wissen, denn es gibt im Steuerrecht einen Unterschied zwischen Freigrenze und Freibetrag. Und bei den sonstigen Einkünften ist es eine freie Grenze. Wenn ich also einen Neukundenbonus von 300 Euro bekomme, das liegt ganz offensichtlich über 256 Euro, muss ich die gesamten 300 Euro versteuern und nicht nur die 44 Euro, also der Betrag, der über 256 Euro liegt. Wichtig also ist an dieser Stelle, du musst, sobald die Grenze einmal überschritten wurde, alles versteuern. Im betrieblichen Bereich, also wenn du diesen Bonus bekommen würdest aufgrund einer betrieblichen Ausgabe, beispielsweise du schließt eine Betriebshaftpflichtversicherung ab und bekommst dafür 100 Euro überwiesen, dann sind diese 100 Euro wirklich ganz normale Betriebseinnahmen und dann musst du die auch buchen wie ganz normale Betriebseinnahmen, also sowohl mit Umsatzsteuer als auch als quasi Umsatz, der dann deinen Gewinn erhöht und dadurch dann auch deine Einkommensteuer erhöht. Der zweite Prämientyp ist die Sachprämie. Wir erinnern uns, das ist das iPad, was du bekommst, wenn du den Stromanbieter wechselst oder irgendjemand wirbst für deine Betriebshaftpflichtversicherung. Das unterscheidet sich tatsächlich gar nicht wirklich zu der Geldprämie. Auch Sachprämien musst du versteuern. Das heißt, du musst einen Wert ermitteln und dann eventuell darauf Steuern abführen. Wie du genau den Wert ermittelst und wie du darauf die Steuer berechnest, das habe ich schon mal in einem separaten Video erklärt. Das verlinke ich dir gerne oben rechts einmal. Denn es gibt eine Berufsgruppe, die muss das im Alltag sehr, sehr häufig machen. Und zwar Influencer. Wenn ich auf Instagram eine Reichweite habe und Produkte bewerbe, aber dafür nicht bezahlt werde, sondern die Produkte behalten kann, auch dann habe ich das Problem, dass ich diese Einnahmen in Sachgegenständen ja irgendwie versteuern muss. Und das musst du bei Sachprämien
eventuell genauso machen. Die dritte Kategorie an Prämien sind Discounts. Wenn ich privat meinen Stromanbieter wechsle und dafür meine 100 Euro im Monat Rate 3 Monate lang nicht zahlen muss, das heißt, ich bekomme einen Discount von 300 Euro, muss ich darauf keine Steuern bezahlen, weil diese Ausgabe habe ich einfach nicht, aber mir fließt nicht zu. Das heißt, ich habe keine Einnahmen und muss dann keine Steuern bezahlen. Im betrieblichen Bereich ist das ein bisschen anders. Auch da muss ich darauf zwar keine Steuern bezahlen, aber schauen wir uns einmal an, wozu führt eigentlich so ein Discount? Wenn ich dann meine Betriebshaftpflichtversicherung habe und 100 Euro im Monat zahlen müsste, jetzt aber als Neukundenbonus 3 Monate lang nichts bezahlen muss, dann führt das dazu, dass ich ja 300 Euro weniger Betriebsausgaben habe. Und weniger Betriebsausgaben führt ja dann dazu, dass mein Gewinn höher ist. Und mein höherer Gewinn führt dazu, dass ich mehr Steuern bezahle. Das heißt, im betrieblichen Bereich gibt es unterm Strich gar keinen Unterschied, ob mir das Unternehmen nur 300 Euro überweist oder 300 Euro im Preis runtergeht. Ich muss das auf jeden Fall trotzdem versteuern. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir ein wenig weiterhelfen. Und wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns auch gerne einen Kommentar unter diesem Video. Ansonsten kann ich dir dringend empfehlen, auch diesen Kanal zu abonnieren. Wir veröffentlichen regelmäßig Videos zu den Themen Finanzen, Buchhaltung und Steuern, speziell für Selbstständige und Freiberufler. Wenn du dir denkst, ich will nicht so viele Videos dazu gucken, ich will einen Steuerberater, der das alles für mich erledigt, dann ist das dein gutes Recht und dann kann ich dir auch unsere Dienstleistungen empfehlen. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und alle Informationen zu unserem Angebot und wie wir dir weiterhelfen können, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Ansonsten kann ich dir aber natürlich empfehlen, auch erstmal die anderen Videos auf diesem Kanal anzuschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.